Schwert in die Hand. Könnte gefährlich werden hier auf dem Weg. Aus dem Weg. Ich muss mir unbedingt mal informieren, was ich aus den Eiern mache. Ist das? Hühnchenfleisch, ne? Ja. Aus dem Fleisch müsste ich ja auch. Ach, Fleisch aus den Eiern müsste ich ja auch irgendwas machen können. Das gibt's ja nicht. Ich habe schon so viele. Das sieht irgendwie abgeschnitten aus. Das regt mich auf. Sand. So. Tun wir es mal hier rein. Fällt mir auf jeden Fall noch was ein. So, jetzt muss ich das da. Fichtenholz. Oh, falsch. Ist ja klar. Ihr denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, was macht er da von dem Dreck? Ich weiß es auch nicht. Ich versuche nur zu überleben. Mal da rein. Ach man, gib mir die Bulle her. So. Wo ich die ganze Zeit? Bett. Ja. Sammel auf. Machen wir. Zaun mache ich wahrscheinlich auch so irgendwie, ne? Das ist eine Leiter. Ich will auch einen Zaun. Zaun wäre schon schön. Braten wir das Fleisch. Dann kannst du mir das Hühnchenfleisch braten, habe ich ja irgendwo hier. Sammeln. So. Ach, hier ist das Hühnchen. Wo macht man das Fenster hin? Hier irgendwo, ne? Da ist wieder ein Problem. Wenn ich da ein Fenster mache, da habe ich ja jetzt ein dickes Mauerwerk. Gucken wir erstmal, was wir hier machen. Erstmal Licht. Schön, dass die Fackel nicht in meiner Hand brennt. Jetzt alle da drunter Pfeffer? Wie sieht das aus? Das Wasser wenigstens nicht durch. Eine schöne gerade Fläche. Nicht mehr.
müssen, fange ich unten an. Ist das die richtige Entscheidung? Das weiß ich jetzt leider noch nicht. So, aber hier fehlt was. Sieht fast gut aus. Hier kann ich noch gerade so eben drunter. Also hier wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr durchrechnen. So, hier kommt ein Schlafzimmer hin. Das Bett vielleicht da in die Ecke? Ja, würde ich sagen. Wie stellt sich das dann so hin? So, in die Ecke. Am liebsten würde ich so links machen. Also so. So, genau. Das wäre gut. Dann müsste ich nur die Wand ziehen. Was mache ich aus dem Totenraum? Komm jetzt nicht rein hier, ne? Immer Steine. Hähnchen kommt so lange da rein. Achso, ist das anders. Gut, hier so daneben. Eier auch wieder hier hin. Leder. Weiß ich auch noch nicht was. Ich das einfach so abmauern. Das dauert jetzt ewig. Scheiße. Ich dreh durch. Weiß ich nur nicht, ob ich reinkomme und Tür aufmachen möchte. Ja, doch, ist glaube ich besser, wenn ich hier eine Tür aufmache. So, dann komme ich hier rein. Und hier ist irgendwo das Schlafzimmer. Ich komme rein. Mauer. Hier so durch. Wie breit machen wir das denn? Ja, so.
Da oder da die Tür? So. Ja, hier ist das sowieso schon. Toter Raum. So ist das dann. Kann ich mich hier pinnlegen? Da ein schönes Bild. Mache ich im Fenster hin? Eine Gaube wäre auch nicht schlecht. Hier die ganzen Öfen vielleicht. Hier ein großes Fenster. Ich glaube, das machen wir. Ja, ein großes Fenster kommt da hin. Was machen wir mit dem toten Raum hier? Sollen wir den befüllen? Da so. Und hier kann man auch irgendwas hinstellen, damit es nicht so leer aussieht hier. Sieht ja lächerlich aus. Hören. Genauso will ich das. Hier rein. Tür zu. Genau. Suche ich mir das Glas. Und dann gucke ich erstmal um. Ich da so ein Fenster mache und hier. Muss ich mir erstmal jetzt eine Spitzhacke machen. Damit das hier ein bisschen schneller geht. Nee, muss Bruchstein sein. Ich habe nur einen Bruchstein. Ach komm. Oh, Kies. Kies brauche ich. Jetzt muss ich wirklich Steine bauen. Dann mache ich mal noch Holz. Was soll's? Wie groß soll es werden? Ich würde sagen, ab da so. Rein, damit das da symmetrisch aussieht. Gib mal, so. Und gib mir mal das Glas. Kann ich nicht. Jetzt muss ich mal was gucken. Okay, eine Glasscheibe kann ich auch machen. Glasscheiben. Ach, wenn ich die jetzt kaputt mache, dann sind sie kaputt, ne? Ah, ist das nervig. Glasscheibe.